Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des The Geek Freaks Techcast mit frischem Kaffee, einem frischen Alex, aber ich weiß nicht, ob der frisch ist. Der ist nicht mehr und, frisch, der ist wie alter Fisch. Und einem frischen neuen Format, und zwar hat Alex quasi einen schriftlichen Interviewpartner mehr oder weniger dabei. Und zwar den Developer des PyKVMs. Und witzigerweise habe ich mich mit ihm verabredet. Witzigerweise kommt jetzt erstmal ein Intro da rein. Nein! Genau, also Alex, was ist denn jetzt mit dem genau, was da reinkam? Ich wollte ja schon direkt vor dem Intro loslegen. Also das Ding ist, on the board today. ich schreibe gerade mit dem, ne? Sekunde, gib mir eine Sekunde. Alles klar, wir geben dir so viele Sekunden, wie du brauchst, solange es nicht mehr als 15. Ich schreibe gerade mit dem, ich habe den PyKVM quasi gerade zusammengeschustert heute und habe dann gefilmt, wie ich ihn zusammengebaut habe und habe ihn jetzt in Betrieb genommen als Gag. Dachte ich mir, 15 Minuten vor dem Podcast, was kann schief gehen, setze ich mal zusammen. Ja. Was kann schief gehen? Ich muss ihm gerade mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, denn das Ding ist super performant und super cool. Ich habe ihn schon ans Laufen bekommen, aber der liegt ziemlich laut. Und jetzt bin ich in Discord und habe ihn gleich mal angeschrieben. Wer es nicht weiß, der Kerl kommt aus Russland. Das Paket kam auch aus Russland. Russischer Entwickler, und der ist gerade ein bisschen platt, weil er gerade seine russische Dosis an Anti-Covid-Medizin bekommen hat. Und wer weiß, da drüben, ja, dieses Präparat ist ein bisschen aggressiver und der pennt halt dauernd weg und hat sich schon x-mal entschuldigt, weil das halt schon hart aufs Immunsystem und so weiter geht. Der Sputnik soll da, glaube ich, ein bisschen kräftiger unterwegs sein, habe ich gehört. Genau. Okay. Okay, ja, sehr, sehr geil. Also, und dann habe ich ihn halt angeschrieben, so, hey, pass auf, deine Kiste läuft extra laut. Die läuft extra, extra laut. Und ich zerpflück's mal, was du mir Tolles gebaut hast, geschickt hast, und mach noch Tours rein. Und er, what? Warte mal. Und hat mir gesagt, wo ich richtig anstecken muss, den Strom. Und ich so, nee, das habe ich schon alles gemacht. Oh, okay, ja, für die Dreier-Version, die noch nicht draußen ist, gibt es noch kein Image, kein Boot-Image. Und ich so, was? Ja, ich habe das alte genommen. Da gibt's leider kein, Fan-Controller, der aktiviert und drin ist. Er kompiliert mir gerade eben in diesem Moment eine neue Betriebssystemversion mit dem Fan-Controller. Macht er mir jetzt on the fly, wie wir gerade so mit ihm schreiben. Nö, es ist doch nice. Alles klar. Und er teasert mich gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob ich es teasern darf, aber ich teaser gerade aus, weil das ist noch nirgends veröffentlicht. Er arbeitet gerade quasi Fabrikproduktion an der Batchproduktion von der Version 3. Dass er daran arbeitet, ist aber im Internet auf dem Blog zu lesen. Ja, ja. Und die wird gerade fertig gemacht, aber er ist gerade dabei, die Version 4, die auf dem Compute-Modell 4 basiert, zu bauen und zu entwickeln. Oh, ist doch nice. Wow. Also nimmt er sich direkt eine Scheibe bei den großen Herstellern ab? Sobald die eine Version rauskommt, ist sie schon wieder fast veraltet, weil die nächste in der Mache ist. Ja, der gibt absolut Vollgas. Er hat mir gleich geschickt, wenn die Version 4 fertig ist, schickt er mir gleich eins. Ich habe noch nicht mal ein Video fertig gemacht, aber alter Falter. Ja, das ist doch fix. Super. Der ist fix, der kann. Naja, und dann habe ich das Ding da und dann kompiliert er mir jetzt quasi eine neue Version des Betriebssystems. Ja, das ist, wie gesagt, ist doch eine super Aktion, dass das so on the fly mal eben schnell geht. Ja, sofort. Ja, alles klar. Ich meine, ich glaube, den Podcast darf ich gut schneiden, oder? Ja, sorry. Aber das ist halt was, das hat keiner im Moment, ne? Ich bin eben auch im Exklusivkontakt gerade. Ja, ich merke, du bist gehypt. Ja, voll. For new us to test... Das ist genauso wie mit dieser Mail von Ubisoft, wo sie geschrieben haben, wenn sie Probleme haben oder so, hier quasi bitte auf WhatsApp hier kontaktieren, wo du einfach keine Antwort kriegst, wo laut WhatsApp die Mail noch nicht mal zugestellt wird, das heißt Mail zugestellt. Ja. Wollt ihr mal hören, wie das Ding sich gerade so anhört?
Ich mache das einfach mal zum Gag, deswegen, ich habe mich so gewundert, ist das so gewollt oder nicht? Ist das so gewollt? ASMR-mäßig, ich weiß zwar nicht, wie viel da später noch rausgefiltert wird und wie viele Artefakte du dadurch rein musst, aber why not? Sure, leg los. Hört man's? Wenn du halt nicht rauspegelst, dann höre ich es nicht, weil du eine Sprachaktivierung drin hast hier Okay, beim du brauchst eine Audio. Sprachaktivierung. Hier ist meine Sprachaktivierung. Ich denke, man sollte das gut hören. So hört sich dieses Gerät an. So, und ich dachte mir, das könnte ein bisschen laut sein, das benutzen. Aber? Du hörst dich gerade absolut komisch an und cursed, aber okay. Ja, die in der Aufnahme wird es, denke ich, viel besser. Das Ja, Ding alles in hat eine Ordnung. Lautstärke wie ein Netzwerkswitch. Und das natürlich, weil der Lüfter auf 100% läuft. Das ist stockmäßig so eingerichtet. Ich bin gespannt auf das neue Betriebssystem, das er mir gerade fertig macht. Das wird bestimmt spannend werden. Ich habe nämlich jetzt auch noch ein paar Sachen herausgefunden über diesen tollen Pi KVM. Also die Version 4 soll noch viel mehr coole Mega-Features haben, als das Ding jetzt schon hatten. Wer das nicht weiß, das Ding hat ja auch, es kann ja aufnehmen, ne? Also ich kann ja da dran zum Beispiel einen USB-Stick mit Ventoy anstecken und kann dann alle Geräte, die ich dann über einen externen KVM-Switch, die ich hier anstecke. Kannst du halt einfach den Ventoy-Stick quasi virtuell anstecken, dann. Genau, und dann kann ich theoretisch von allen Dingen booten, ISOs booten und so weiter, oder ich könnte eine Festplatte anstecken und hätte auf allen Devices quasi diesen Datenträger on the fly zur Aber Verfügung. Das ist anstatt ja schon. Ventoy auszuwählen, kannst du doch bei dem Ding auch direkt ISOs einspielen, die du auswählst. Das ist richtig, aber ich pflege eigentlich nur meine Ventoy-Sticks. Wenn dann 128 GB oder so ein ISOs drauf sind, habe ich mein komplettes Auswahlding immer da. Also es ist ja relativ wurscht, ne? Relativ. Ob ich jetzt die ISOs darauf lege oder ich habe das halt immer der Einfachheit halber nicht extra Zeug für jeden einzelnen Sondercase, sondern eine Sache, die überall funktioniert. Da bin ich ein bisschen 128 faul. Gigabyte an ISOs finde ich auch irgendwie übertrieben. Nicht unbedingt. Es gibt Wieso? manchmal Anwendungsfälle. 10 Millionen Versionen von Windows oder was? I would like to, pass auf, where can he watch the livestream recording? Jetzt fragt er gerade, wo er sich das angucken kann, ne? Ja. Dann tue ich ihm noch mal einen Link machen auf den Livestream, den ich natürlich, der ist ja nicht gelistet, soweit ich noch weiß, richtig? Welche, der letzte Livestream oder so von letzter Woche, der ist Members Ja. only. Ah, das ist Members Only, das ist schade, das ist noch nicht auf dem anderen Dings hochgeladen, ne? Nein, so schnell bin ich da nun auch nicht. Besonders, weil ich habe die Aufnahme von dir ja noch nicht hier. Für ihn gebe ich ihm mal einen privaten Link raus. Das müsste ja gehen, ne? Weiß nicht, ob du das irgendwie einstellen kannst. Nee, aber ich kann ihn auf nicht gelistet rübertragen und die Members Only bekommen den immer noch, weil die ja nur den Link brauchen. Das ist das Schöne. Aber wenn er auch nicht gelistet ist, dann wird er halt bei denen aus dem Interface verschwinden. Das ist das Doofe. Nee, würde nicht. Der würde ja immer noch in den Nachrichten drin bleiben. Und der ist einmal in der Playlist schon vorhanden. Deshalb kann ich das für ihn mal so machen. Ja gut, ich hoffe einfach mal, dass Ist das es für einen funktioniert. Developer? Ja, das wird schon Ja. klappen. Für den Developer, Für den hätte ich ansonsten den Stream auch schon mal eben kurz gereuploadet. Ansonsten aber okay. ja, das machen wir schon mal. Ich werde ja auch davon Ausschnitte schneiden. Für ihn, denke ich mal. Weißt du, wann ich darüber gequatscht habe nochmal? Ihr Nein. seht, ihr seht, ihr hört jetzt uns mal quasi, wie wir live arbeiten. Wie wir live arbeiten, arbeiten und man hört es auch an dem Klickeri-Klickeri-Klickeri-Klick von Alex. Ja, Die ich Leute versuche ja schon mögen dieses extra. ASMR doch, ja. Ne, also ich hoffe natürlich, ich weiß gar nicht, wie es im letzten Podcast war, hat euch die Audioqualität gefallen? Ich habe den ja audiotechnisch ein wenig bearbeitet gehabt. Das weiß ich noch nicht, weil ich habe das Audio noch nicht hier. Auf meinem Netzwerkspeicher, als ich da das Ganze war. Also ich bin jetzt ja gerade erst dabei, die ganzen Platten gerade zu clearen und so weiter, die ich jetzt ja neu habe. Der Pre-Clear läuft gerade momentan. Ansonsten neben dem Ganzen sind auf meinem Netzwerkspeicher exakt 200 GB Speicher frei. Das meiste davon ist auf dem Cache. Also da kommt gerade nicht so viel mit Sync durch. Ich habe doch gesagt, ich laufe auf dem Limit. Live arbeiten. Ja, Erstmal ein sehr gut. bisschen Ja, man muss sagen, ich, Kaffee. natürlich hat sich der Developer gefreut, dass ich ihm gleich schon gesagt habe, pass auf, wir haben es im Livestream erwähnt und da hat er sich schon mal sehr gefreut und jetzt wollte er halt mal schauen, wie die Zuschauerreaktionen waren, also eure Reaktionen da draußen, Zuhörerreaktionen, ne? Wie die darauf reagiert haben und ob die Sache sie interessiert hat und so weiter und wie wir das denn präsentiert haben. Das ist natürlich gut für weiterführende Kooperation und Ausbau, denn ich möchte ja auch für alle da draußen noch mehr von dem Stuff rankriegen, das ich ihnen vorstellen kann.
Ja gut, ich meine, in dem Sinne Und hätten wir es vielleicht mal schreiben sollen. Wir haben es jetzt nicht direkt im Livestream vorgestellt und so als alle möglichen habe Features, ich schon, aber ich habe ja. gesagt, ich habe geteasert. Ich habe gesagt, ich habe nur geteasert, ne? Genau, und Das habe ich natürlich ich habe ein bisschen so bei schon den alles Fakten erklärt. hin und her korrigiert und wollte die letzte Korrektur nicht nochmal durchbringen. Du hattest dich übrigens vertan. Es stand sogar im Blog drin, den ich dir geschickt hatte. Das Ding soll 130 abwärts kosten, ungefähr. 130 Tacken, beziehungsweise Dollar. Ja. Deswegen. Das ist noch ein bisschen anders gewesen als die 50 bis 60 €, die du angeteasert hattest im Stream. In the heat. Was mich irgendwie mal interessieren würde oder so, ob das eigentlich funktioniert, dass ich ein Pi Zero und so weiter hier in diesem Modus lasse, dass der hier sich als Device anmeldet und so weiter und dann trotzdem so einen Capture-Stick einfach benutze, so ein HDMI zu Kannst du? USB-Ding. Ja, nee, Den kannst du ja zusätzlich. ja, aber das benötigt doch denselben USB-Port. Nein, nicht unbedingt. Wie soll ich denn dann Benötigt sonst nicht den. anschließen? Der Pi Die Zero hat Frage einen ist. USB. Ja, mit dem Hub. Hubs können aber den Mode nicht, dass du das von dem Sachen emulierst. Du meinst den OTG-Motor, diesen. Naja, nicht den OTG-Mode, sondern den, wie heißt das hier nochmal, Drive-Mode Ja, oder ich was auch immer weiß. Ja, genau, dass genau. das halt diesen Client wird. Ich glaube, es gibt da welche, die das können. Ist aber halt auch nicht günstig, ne? Ich glaube, dann kann ich mir besser einfach den dicken Pi dafür nochmal in einer Version sonst kaufen. Aber ich will es halt nicht das mit Zusatzhardware machen, sondern ich wäre jetzt am liebsten direkt egal. Ja, verständlich, verständlich. Also ihr seht, wir sind hier ein bisschen am Basteln und ich quatsche natürlich auch mit dem extrem viel. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, denn diese Pi-Dinger sind halt super. Klar, es ist natürlich jetzt ein bisschen teurer, als ich es gedacht habe. Im Endeffekt auf der Homepage steht halt 30 bis 100 Dollar. 100. Und deshalb. Ja, es kommt halt drauf an, weil das sind die ersteren Versionen, die halt $30 sind. Da musst du nämlich für ziemlich genau 30 dieses HDMI zu CSI-Interface kaufen. Würde mich auch mal Ja. interessieren, ansonsten, wenn dazu so eine Open-Source-Variante kommt oder so, wenn das Ich so, denke, na, das. einem, ja, aber eine, die du wirklich irgendwie mehr oder weniger selbst fabrizieren kannst, würde mich da interessieren. Theoretisch kannst du das schon machen. Dein Betriebssystem kannst du selber bauen. Das ist ja öffentlich auf GitHub. Ja, aber ich will ja nicht Das das Projekt Betrieb. ist ja Nein, auch. nein, Alex. Stopp, nicht so. Du meinst die Boards. Ich will nicht das Betriebssystem oder die Software, ich will das Board selber als Layout etc. Das. irgendwo mir ordern können in einem Bulk und die Chips einfach und mir die halt für ein Billo selber löten, anstatt dass ich dafür $30 pro Stink ausgebe. Du, das ist kein Ding, das kannst du, denn er schickt mir die Schematics von dem Board, sobald sie fertig sind, hat die vom Dreier bloß noch nicht fertig. Er schickt mir dann die komplette Documentation und die Schemata seiner Boards und Adapter und jedes Pin-out und so weiter. Das kriege ich alles. Ja, gut, das ist auf jeden Fall nice, aber ja, ich will jetzt nicht das Ganze raufkopieren quasi und das wird wahrscheinlich sogar teurer sonst in der Produktion, wenn ich das nochmal neu prototypen muss. Nee, was ich hier gerade meine, sind diese HDMI zu CSI-Karten, die du normalerweise beim Chinesen für $30 ungefähr kaufen musst. Wenn man die Dinger billiger produziert kriegt, generell einfach. Das würde mich halt absolut interessieren, weil die Dinger werden bestimmt immer noch im China-Shop mit gut Aufpreis verkauft. Ja, freilich, auf jeden Weil Fall. das ist immer noch so ein Ding, das hast du nicht so häufig und die sind niemals im Leben $30 teuer beim Chinesen, wenn du den in der Produktion hast. Das weigere ich mich einfach anzunehmen. Natürlich sind die teilweise günstiger, das ist ja logisch, ne? Es ist Property und so weiter. Es kommt immer darauf an, wie viel ist dann Entwicklung wert, ne? Wie viel ist sowas wert? Und ich meine, der junge Mann hier, der leistet extrem gute Arbeit mit seinem Team, Ja. finde ich. Vor allem, weil ich habe ja das Board selber in der Hand gehabt, ne? Also auch die Dicke, die Multilayer, die haben sich gute Produzenten rausgesucht, der ist voll dahinter. Ja, das Board sieht von der Qualität ja auch super aus. Nee, aber ich meine jetzt gerade ja gar nicht mal so die Boards, die der selber gemacht hat, sondern wie gesagt, die Boards, auf die der zurückgegriffen hat für die ersteren Versionen, als du wirklich nur so ein Camera Serial Interface benutzt hast vom Pi. So, Version 1.0.2.0 oder so war das, glaube ich, da vom Pi KVM dann, wo das so war. Wo du noch keinen so ein Custom Head und so weiter drauf hattest. Und gerade in dem Sinne ist das aber mit dem Compute-Module ja interessanter. Weil da hast du ja dann noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten mit dem ganzen PC sogar dabei. Absolut richtig. Jetzt ärgert sich der Entwickler gerade, dass er kein Deutsch kann. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, Ja. weil wir wollten ja schon, und das ist ein Feature, das wollte ich euch auch mal ausfragen, euch da draußen, auch ihr Podcast-Hörer.
Also Feedback haben wir doch bestimmt ganz viel bekommen nach unserer letzten Das. Episode. Die Leute können sich, wenn sie sich an die E-Mail-Adresse erinnern, ja nochmal Feedback Ja. schreiben. Nee, ich meine was anderes mit dem Feedback. Und zwar geht es darum, dass bald das neue Feature für Adobe Premiere Rollen haben tun wird für Auto-Translation. Und manchmal treffen wir natürlich auf Zuschauer und mögliche theoretische Fans. Ich bin schon auf Leute gestoßen aus Japan und Italien, teilweise aus Amerika, die dann echt traurig sind, dass unsere Videos für sie nicht verständlich sind, weil sie eben dieser heidnischen Sprache nicht mächtig sind. Ja, vielleicht sollten wir irgendwie überlegen, dass man zu manchem Content eine englische Synchro baut oder so. Aber du hast meine Transition tatsächlich einfach eiskalt absaufen lassen. Ja, voll gut, ne? Ja, voll gut. Wo können die Leute uns denn jetzt Feedback da lassen? Na, at moritz@thegeekfreaks.de. Nein, at feedback@thegeekfreaks.de. War doch eigentlich podcast@thegeekfreaks.de. Feedback@thegeekfreaks.de gibt's doch gar nicht. Ah. Ich sehe schon, ich arbeite mit Profis zusammen. Naja, aber das ist bestimmt ein bisschen Planung, die man mal machen könnte. Aber ich würde nicht unbedingt nur mit Subtitles arbeiten. Könnte man aber vielleicht auch mal überlegen, ob wir da irgendwann mal was ein bisschen hinzufügen können, dann auch noch. Wer weiß, muss man mal Ja. ausprobieren, was man dann wo mal irgendwie sich lohnt. Ja. Wir sind da ja sowieso auch noch in der Erfindungsphase und am Rumstrukturieren und wo wir denn da was eigentlich jetzt wohin schieben und so. Das ist so, das ist so. Alles ist immer am Weiterentwickeln, Basteln und Modernisieren. Ist doch, ist, ich finde es immer schön. Ich denke, da müssen wir uns auch gar nicht entschuldigen. Ich denke auch, wir müssen auch gar nicht entschuldigen, wenn wir hier live im Podcast irgendwas klar machen oder direkt mit Entwicklern in Kontakt ist. Das ist ja für die Zuhörer meiner Meinung nach auch so ein Mehrwert, so ein Live-Feeling, ne? Yes. Wobei ich glaube, ich sehe dich in Zukunft ansonsten irgendwann auch Köpfe, wenn du im Podcast anfängst rumzuspielen mit irgendwelchen klickerigen Sachen. Das würde mir nie passieren. Ja, sagt er und klickte währenddessen zweimal mit seiner Maus. Es klingt das so, als wäre dieses Moped, das hier vorbeigefahren ist, ein Sample von mir. Ist eine gute Idee, oder? Einfach so, sobald es wärmer wird, fahren diese Nähmaschinchen gerne mal ein bisschen mehr hier in der Gegend rum. Absolut. Bei euch doch bestimmt auch. So, auf der Suche nach ein bisschen Internet und so. Was hältst du eigentlich von diesen komischen 5G-Gegnern, die in England Mobilfunkmasten abbrennen? Ja, ne, es ist bei ja nicht nur 5G-Masten. Wir haben ja in Deutschland auch solche Schwurbler, ne, die glauben, die WLAN-Strahlen und Wi-Fi 6 wird jetzt dazu benutzt, die Gehirne der Menschen zu steuern, ne? Ja, aber ich meine, was würde wohl passieren, wenn man bei euch irgendwo in der Stadt anfangen würde, Mobilfunkmasten anzuzünden? Das wäre doch ungefähr so auf einem sozialen Level, so als würdest du in einem Dritte Weltland in den Brunnen scheißen. Schei, Ja. was? Welche Brunnen? Da ist doch gar Na. kein Wasser mehr. Das ging doch alles an Bio. Das ging doch Und alles an Nestlé. Nestle. Ja. Nestlé. Ja, aber überleg Nestlé dir braucht doch mal. das Wasser, um seine Schoko-Osterhasen zu machen. Ja. Die können das Abwasser dann haben. So ist das doch mit dem Internet manchmal in Apropos, Deutschland. kleiner Funfact am Rande für alle, die es interessieren könnte. Ich war heute bei Carsten, habe mir sein Haus ein bisschen angeschaut, sein neues. Riesenscheune. Die Wo? Scheune hat, glaube ich, rein 200 Quadratmeter auf drei Stockwerken. So in der Art. Wirklich so in der Art, ohne Witz. Baust du da jetzt dann ein Studio rein? Ich glaube, erstmal wird der Carsten über 2 Jahre mit der Renovierung des Haupthauses beschäftigt sein. Er hat übrigens auf dem Grundstück einen echten Brunnen mit einer Brunnenpumpe. Oho, wenigstens ein bisschen Unabhängigkeit. Dann kann die Telekom ihm zumindest nicht so schnell das Wasser abgraben. Alex in your channel timed out. Nee. Wir haben uns gerade einen Spaß gemacht, weil er gemeint hat, hey, pass auf, scheiße, dass er kein Deutsch gelernt hat. Und ich so, ja, ich habe es auch schon bereut, dass ich nicht als dritte Sprache oder so mal Russisch genommen habe. Habe ich schon ein paar Mal im Leben bereut. Und er so, ja, habe ich wenig verpasst. Dann habe ich gemeint, na gut, ich habe Latein genommen. Ich glaube, Russisch wäre trotzdem ein bisschen besser gewesen als Latein. Ich hatte die Wahl Aber für zwischen alle draußen. Französisch und Latein, also mit beiden Sprachen kann ich eigentlich nicht so viel anfangen.
Ich wollte gerade, siehst du, dass du meine Überleitung ruiniert. Ich bin's schön. Ja, Dass ich muss ich doch wollte auch gerade sagen, mal. genau deswegen nie verziehene Causa. Ihr da draußen, nie verziehene Causa. Nichts geschieht ohne Grund. Ja, es gibt auch manche Bücher, die man dann halt mal nicht im Original lesen kann. Muss man halt doch mal auf eine Übersetzung zurückgreifen. Wobei ich es erstaunlich finde, wie viele Leute tatsächlich gerade beim Amateurfunk ich beim Wettbewerb mal eben einfach so ein paar Russen oder so noch dazwischen habe. Das hörst du ja sofort. Und wie viele davon dann plötzlich dann auch ein bisschen so ein paar Brocken Deutsch wenigstens dann dich mit ansprechen. So, jetzt wird's interessant. Es könnte sein, dass ich meinen 4-Port KVM Switch Dingsbums, ne? Gar nicht Ja. nutzen kann, weil es ein anderes Protokoll über seriell verwendet, wie es in der Firmware des Pi-KVM drin ist. Jetzt ist das natürlich interessant, denn normalerweise. Normalerweise. Normalerweise nutzt man den ISCO. Bitte sprechen Sie in vollständigen Sätzen. Normalerweise ist das Ding optimiert auf das Protokoll, das der ISCO ETC nutzt. Aber der ist ausverkauft. Nice. Ja, die sind alle, er meint, die sind alle so einzigartig wie Schneeflocken und ziemlich buggy, wenn man die managt. Deswegen muss man es ausprobieren und meinen, den normalerweise, den man dafür nimmt, den kriegst du nicht ran, weil er ausverkauft ist, 50 Euro. Und da werde ich wahrscheinlich selber ein bisschen Voodoo betreiben müssen und schreiben. Bin ich schon sehr gespannt. Ach, das wirst du doch bestimmt hinkriegen. Gott, das wird geil. Wieder mal was völlig Neues lernen. Wieder mal ein bisschen sich beschäftigen mit Zeugs. So, T-Recycle bin. Mal gucken, was ich hier sonst noch löschen kann. So, jetzt ist wieder ein ganzer Gigabyte frei. Das sollte erst recht dicke für den Podcast reichen zum fertig Ah, aufnehmen. das freut mich. Cool. Ja, okay, das war das soweit. Ich bin mal gespannt auf Carstens Brunnenwasser. Das muss bestimmt delikat sein. Würde mich sowieso interessieren, wahrscheinlich auch aus Kalkulationsgründen, wie bei euch in der Gegend das Leitungswasser Das ist. Leitungswasser in Kulmbach ist großartig. Du hast eine Bierstadt, eine weltweite Bierstadt. Ja. Da muss das Leitungswasser gut sein für die Produktion. Ja, nicht unbedingt. Ich meine, das Leitungswasser kann ja auch irgendwo in der Stadt irgendwo oder von außerhalb aus einem Brunnen importiert Nee, werden. nee, das kommt aus lokalen Quellen. Wir haben ja die Quellen direkt in der Stadt. Das ist interessant. Da wird nämlich auch meine Frau, wird natürlich mikrobielle Grundwassertests beim Carsten machen. Die ist ja in der Profession, ja, zufälligerweise. Und wird dann gleich mal quasi austesten, wie gut ist denn das Trinkwasser bei ihm. Bei uns in der Stadt ist es awesome. Nicht immer, also 90% der Zeit. Am schlimmsten ist es in der Regenzeit, hey, wenn man wirklich schüttet wie Eimer. Weil dann kriegen wir das Wasser zusätzlich von der Talsperre, dass die ein bisschen leer laufen sollte. Und Wie dann, geht's? ja, ist nicht ganz so geil, aber sonst ist nochmal. Ich finde Wasser von Talsperren absolut widerwärtig. An sich nicht nur, dass das auch gerne mal so Badeseen sind, wo irgendwelche Leute reinpissen oder so. Das ist auch noch egal, was ansonsten irgendwo da reinflubbert, ist ungefiltert direkt da am Rumtreiben. Bleh. Yes. Ah, ja, der Kerl ist so toll. Also gleich mal an euch, der ist so toll. Wisst ihr wieso? Ah, ich muss das live wiedergeben. Ich habe ihm gerade mein Dilemma geschildert. Mit dem Tendak 4X1 Switch, der kann 4K60. Also 4K60 für ein HDMI 2.0 Switch mit HDCP 2.2 ist schon sehr imbar, ne? Und der Switch kann eigentlich über einen Control-Port, der Micro-USB unterstützt, gesteuert werden mit einem Vier-Knöpfe-Ding. Und er schreibt gerade, ja, vielleicht, wenn das Ding interessant ist, dann schreibt er dafür extra ein Plugin wie für den ISCO-Switch, das man implementieren kann. Wow, das wäre mega. Ja, ist doch bestimmt nice. Betretenes Schweigen im Podcast. Ansonsten soll ich dir mal eine Wasserprobe von hier von irgendeinem Brunnen suchen und schicken.
Kannst du mal Ja. gucken, was da so Es tut alles mir drin leid, ist. die Jungs und Mädels da draußen, das ist nicht nur hier der Podcast gerade eben. Das ist bei mir immer so, wenn man mit mir in einen Sprachchat oder in irgendeiner Form der Kommunikation tritt. Ich mache leider 100 Sachen gleichzeitig, weil ich zu wenig Zeit habe. Ich habe nie Zeit. Einfach zu viel, ich nehme mir zu viel vor. Ich weiß, ich nehme mir zu viel vor. Aber wenn ich das nicht machen würde, dann würde ja nichts passieren. Das ist einfach so. Man kann im Leben nicht alles haben. Und wenn du halt viele Sachen willst, dann musst du überall spagatieren. Obwohl ich ja eigentlich keine so gute Form habe. Trotzdem, stell doch bitte die Prozesspriorität vom im Task Manager in deinem Hirn ein bisschen vorm Podcast sprechen höher, weil das ist Natürlich. nämlich wirklich awkward, wenn ich dann ständig sekundenlange Stille rausschnippeln Dein Hirn prozessiert, das tut mir sehr leid. Wobei, es ist eine gute Schnittübung für dich auf der anderen darf. Seite ja auch irgendwo, ne? Es ist keine Schnittübung, es ist awkward, wenn du im Podcast schneiden musst. Podcasts sind ein ungeschnittenes Medium üblicherweise. Ja, aber so kurze Denkpausen von 1, 2 Sekunden kann man ja mal entfernen. Ja, aber wenn die Denkpausen zu Redepausen von 5 bis 10 Sekunden werden, dann wird's Meinst du, sowas awkward. mache ich? Besonders weil dann in der Eloquenz dann irgendwann die Betonung anders beginnt im neuen Satz und das dann absolut awkward klingt, wenn dann das Ja, plötzlich ist ja rausgekattet wurde. gut, ist ja gut, ist ja gut, mein Freund. Ich hab's, ja, ne? Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. So, jetzt hast du es geschafft. Bäm. Pommes-Schranke. Was? Pommes? Pommes-Schranke. Weiß ich nicht mehr. Was hältst du Von einer davon? Pommes-Schranke, die aus Pommes gebaut ist. Nein, Pommes-Schranke. Was? Was? Ja, Pommes-Rot-Weiß. Nein. Mit Mayo und Ketchup. Jetzt habe ich es geschafft, Alex zu abstürzen zu lassen. Buffer Overflow. Ich hasse Pommes rot-weiß. Ich hasse Mayo. Für immer. Mayo darf auf nichts drauf, auf kein Lebensmittel, das es gibt. Was? Das ist Was, Prügel. was, 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 Alter, Schwede, nee, das kannst du doch nicht sagen. Doch, Mayo Mayo gehört verboten. Gehört Definitiv. auf Fritten? Ist gesetzlich verboten. Einfach gesetzlich. Du Gehört kannst in den alles mit. Kartoffelsalat? Nein. Doch. Nein, da gehört Öl rein. I. Ja. Ja, I. das ist Pfui-Bäh, Pfui-Bäh. Weißt du, Ketchup kann auf alles. Ketchup kann auf Schnitzel, Weißt du auf das? Pizza, auf Nudeln. Du kannst Ketchup verwenden für kalte Lebensmittel, für warme Lebensmittel. Du kannst es aufs Brot schmieren. Du kannst Ketchup für alles nehmen. Ketchup ist der Shit. Aber Mayo ist Weißt very useless. Und wenn es irgendwo auf mein Brötchen kommt, dann wird der du, Bäcker von mir geschlachtet. Öl darf in meinen Kartoffelsalat, wenn es Bestandteil der Mayo ist. Ansonsten, öliger Kartoffel. Ich will doch keine Kartoffeln mit Öl essen, dann esse ich Bratkartoffeln, wenn ich Kartoffeln mit Fett haben will. Ja, normalerweise kommt da dann, was, wie nennt man das nochmal? Doch, Essig und Öl kommen dann Es ist rein. diese komische nicht-deutsche Rezeptur. Genau, die ist viel, viel besser. Ey, ohne Finde ich Witz, kriegst ehrlich Hunger. gesagt nicht so appetiterregend, aber ja. Appetiterregend? Ja, mein Außerdem, Freund. Tja. Mayo ist Bestandteil der besten Burgersoße, die du machen kannst. Was? Welche denn? Burgersoße, doch, egal welche. Du machst Burgersoße aus Ketchup und Mayo de facto. Ja. Und an sich, wenn du einfach eine geile Mayonnaise nimmst und einfach diesen Curry-Gewürz-Ketchup von Nela dazu mischt, erhältst du eine wirklich, wirklich geile Au, Burgersoße. au, au. Ich. So oh, absolut ohne Mühe. Das heißt, wir werden noch ein paar Mal aneinander geraten, mein Freund. Ein bisschen Sriracha noch dazwischen, damit ein bisschen Schärfe drin ist und dann hast du es schon. Okay. Nein. Ja, sofern du mir kein Öl ins Brötchen kippst, werden wir nicht aneinander Ey, geraten. Öl aus Brötchen ist lecker. Du nimmst Olivenöl und tust die Brötchen in den Ofen und überbäckst ein ganz kleines bisschen mit den richtigen Gewürzen. Das ist doch super geil. Dann würde ich aber kein Olivenöl, da würde ich Kräuterbutter nehmen. Nein, weil wenn du einen mediterranen Touch haben willst, ist natives Olivenöl da besser. Natives Olivenöl, nicht mal das native Olivenöl extra nimmt er Ach, da. hier, Kaltpressung. Übrigens, heute habe ich meine Frau absolut ins Ausgeschossen. Weil die hat sich sehr lange schon meine Macaroni gewünscht, ne? Und Ja. hier kommen The Geek Freaks Kochtipps. Wenn ihr eine riesige Portion von Nudeln machen wollt, wo keiner einen Teller auch nur ansatzweise schaffen kann, dann ist hier mein Rezepttipp für euch. 500 Gramm Macaroni. Check. Ungefähr 120 Gramm Butter. Check. Dazu ungefähr 80 Gramm Mehl. Check.
Dann braucht ihr noch ein paar Gewürze, je nachdem, wie ihr es würzen wollt. 200 Gramm Emmentaler, 200 Gramm Mozzarella und 200 Gramm Cheddar. Und dazu 400 Milliliter Milch und 400 Milliliter Sahne. Bechamel anrühren mit Butter, das Zeug zusammenkippen, verrühren, super. Und dann am Ende einfach noch ein Ich bisschen sehe es schon. Paniermehl in Butter anbraten und oben drüber. Ich sehe es schon, wir machen in Zukunft auch noch irgendwann Kochstreams. Ey, du, ich bin jetzt also von dem, was ich so gehört habe, ne? Ich mag zwar Ja. vielleicht Sozialskills nicht so haben und nicht jedem zuhören können und vielleicht bin ich ein bisschen fusselig und mache manchmal ganz viel dummes Blödsinnszeug, aber ich kann kochen. Aus Ja. irgendeinem wahnsinnigen Grund, den ich nicht verstehe, scheine ich anscheinend ein begnadeter Koch zu sein. Das bringt. Also ich habe es auch noch nicht geschafft, irgendwas zu produzieren, das man absolut nicht essen konnte. Sehr geil, sehr geil. Also meine Frau sagt dann immer, ich muss ja sowieso meistens kochen, aber bin ich sehr dediziert, ich muss immer kochen, kochen. Je mehr ich Okay, koche, desto also weniger will sie. ich würde es ansonsten sagen, das Einzige, was ich bisher von deinen Kochkünsten gesehen Die hatte, Lüfter. war, du hast alles in einen Lüfter geworfen, du hast Pizza bestellt, du hast uns zum Dönermann den Weg Ja, gezeigt. das war alles. Also wenn ihr mal vorbeikommt, ich habe ja auch ein unschlagbar geiles Rezept für Tortellini. Das ist aber sehr witzig, denn ich habe mich daran orientiert, weil es bei uns in der Stadt keinen richtig guten Nudelitaliener mehr gibt. Das ist jetzt vorbei, wir haben aufgehört. Ja. Habe ich mir zum Ziel gemacht, den Geschmack so nah wie möglich zu recreaten. Und ich habe ihn quasi, also den Geschmack von dem letzten guten Italiener in der Stadt, dass ich den halbwegs hinbekomme. Und ich habe ihn geschlagen und mache jetzt bessere Nudeln. Das wirst du aber so beim Italiener nicht kriegen, weil ich anstatt zum Beispiel Parmesan Grana Padano nehme, und das ist einfach den Italienern zu teuer, die werden das sicher nicht tun, schmeckt aber um einiges besser. Ja gut, ich meine, ich mache hier auch lokal die beste Currysoße. Es ist, Kochen ist ein schönes Feld, also Kochen, Kochen. Wobei, ich habe keine Currysoße mehr gemacht, seitdem ich entdeckt habe, dass du einfach eine ziemlich gute Currysoße beim Aldi kriegen kannst. Einfach hier diese Currywurstsoße von hier, wie hieß diese Marke hier? Weiß nicht. Von Aldi da, diese eigenen. Delicato Delicato, Disco, genau. ja. Ja, die kommen ganz aus dem Süden. Genau. Und dafür, was die kostet, kannst du keine Currysoße, die in der Qualität ist, selber machen. Currysoße habe ich noch nicht probiert, aber guter Tipp, danke. Die kannst du echt mal probieren. Die hat sogar ein bisschen so ein, die ist sogar ein bisschen so ein Ansatz von scharf. Also nicht so, Nicht so luschig. nur ultra Laffy, nicht nur so ultra Tomatensoße, sondern die hat Gewürze. Geil. Also. Es wird zwar nicht das, also jetzt zwar nicht das, was ich wirklich als scharf scharf bezeichnen würde, sondern das also als, ja. Oh, da fällt mir was ein. Die einzige, also. Sagen wir 0815 Sehr geil. scharf. Danke für den Tipp. Also nochmal ein Tipp von mir. Wenn ihr selber Pizza macht, ne? Egal welche, ob ihr jetzt Fladen einfach nehmt und die belegt oder ob ihr den Teig selber macht oder den Teig kauft, die Tomatensauce ist immer scheiße in solchen Verpackungen oder die dabei ist. Wenn ihr eine Tomatensauce wollt, die ihr nicht viel modden müsst oder selber machen müsst, die genießbar auf einer Pizza ist, ist die einzige, die gut ist, die Knorr-Kräuter-Tomatensauce. Denn die passt aus irgendeinem Grund und schmeckt genauso wie eine richtige italienische Tomatensauce sein sollte, ist dafür nicht mal gedacht oder ausgezeichnet. Gibt in so ganz kleinen Tetrapacks Knorr-Kräuter-Tomatensauce. Die schmeckt wenigstens wie eine Soße, wie sie auf eine Pizza gehören soll. Alle anderen sind immer Bullshit. Also. Die habe ich noch nie probiert. Also ich habe meistens immer so was auf Basis von passierten Tomaten und so oder Tomatenstückig aus der Dose und so genommen und dann daraus was gezaubert. Ansonsten, wenn ihr euch jetzt halt denkt, warum nerden die jetzt hier über Kochen? Ich kann doch gar nicht kochen, ich kann das nicht nachkochen. Hier ist für euch dann ein super einfaches Rezept für Dosenravioli. Dosen öffnen, Inhalt erhitzen, servieren. Alex weiß nicht, was er dazu sagen soll. Ja. Das ist so, das sollte doch auch jeder hinkriegen, oder? Komm, das kriegt meine Schwester hin. Also, zumindest ohne, dass es nach Holzkohle schmeckt. Hast du es schon mal eigentlich gehabt, dass Leute es hingekriegt haben, mit dem Toaster einen Rauchmelder auszulösen? Warte. Das passiert nun mal halt, wenn der Hebel da beim Toaster irgendwie Kontakte ein bisschen korrodiert waren und dann einmal ein bisschen Reinigung bedarf hatten und dann der Hebel auch nicht unten geblieben ist und sich jemand hier gedacht hatte,
Lass das doch einfach mal mit einem Buttermesser einfach blockieren, damit der Toast getoastet wird, ohne dass ich den Hebel darunter halten muss. Und wenn man den dann vergisst. Ja. Piep, 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 Ja, piep, ich bin piep. am Processing. Ich merke schon. Geh mal zum Mediamarkt und guck mal, ob ich noch einen 8080 finde oder so, damit wir den Prozessor ein bisschen schneller Jetzt kriegen. musst du einfach mal ganz kurz. Ich muss einfach wieder gleich ein Triggerthema aufrufen, dann so wie Mayonnaise. Aber ich bin ja mal auf dein Chili gespannt, von dem du immer so geschwärmt hast. Mein Chili, das kannst du auch haben, wenn du auf Chili Ja. stehst. Wenn du auf Chili stehst, ey, ich habe ein so gutes Chili am Start. Ich habe mich jetzt mal von ihm verabschiedet, dass ich auch den Podcast nicht länger unterbreche. Der Herr hat ein Patent. Ich habe den Link schon. Ich habe den Link schon und den werde ich auch für euch da draußen raushauen. Der hat ein Weltpatent bekommen für H264-Encoding via VNC. Das ist der Einzige, der es jetzt gemacht hat. Der Herr will es implementieren in einen Windows-Client für den Pi und so weiter. Das ist übrigens offen und auf GitHub zu haben. RFP Proto heißt das Ganze. Heißt Open H264 und er hat quasi den H264-Codec extra portiert, als einziger bis jetzt, für VNC, für den Pi-KVM. Ey, der Kerl geht alle Längen durch, ne? Es ist doch Was nice. ist das für ein krankes Individuum? Ach ja, mein Pi-KVM funktioniert über das Internet nicht richtig. Ja gut, dann portiere ich einfach mal das komplette H264-Protokoll rüber, dass ich nicht MJPEG nutzen muss. Ja, mache ich mal on the fly und dann lasse ich es auch noch von der IANA zertifizieren. So nebenbei. Ja. Ja. Weißt du, ich bin gerade hart begeistert und etwas schockiert, ne? Wenn so jemand sowas einfach so aus dem Arsch zieht, ne? Also, ich habe mal gehört, mit Moritz musst du nur um einen Zehner wetten, dass es nicht in PowerShell geht, dann macht er es dir in PowerShell. Und morgen um 11. Morgen um 11 ist fertig. Ja, ich habe gesagt, er macht es in PowerShell, nicht er macht es dir fertig bis morgen. Ja, so ungefähr. Tut Ja. mir leid, wenn ich heute ein kleines bisschen abwesend bin. Dafür könnt ihr sicher sein, dass ihr da tolle Videos rausbekommt. Informativ in Überlänge und natürlich mal wieder mit viel zu viel Information auf viel zu wenig Zeit. Aber nicht vergessen, ihr könnt ja Videos auf der Hälfte der Geschwindigkeit abspielen und ich hoffe, das machen die meisten Leute auch. Also ich gucke sie eigentlich meistens, je nachdem, in welcher Stimmung Alex ist, wenn er langsam ist, auf zweifacher Geschwindigkeit, wenn er moderat schnell ist, dann auf Ja, das 1,75-facher. machst du, aber die meisten Leute stellen mich auf 0,75. Das Ja. ist halt so. Ja. Ich finde, dann klingst du einfach nur so, als hättest du Ja, gesoffen. vollkommen, finde ich auch. Deswegen, ich finde mich so viel angenehmer. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden und nicht jeder kann gleich schnell denken, ne? Nee, Ich kann zum stimmt. Beispiel zwar relativ schnell denken, aber dafür nicht relativ gut zwischen Tasks hin und her schalten. Das geht halt gar nicht irgendwie. Wenn ich es nicht geübt habe, diese eine Abfolge von Tasks. Als Beruflicher musste ich ja zwischen mehreren Quellen beobachten und Leuten interagieren gleichzeitig, aber das war ja auch geübt. Jetzt, wenn ich solche Unterhaltungen habe und denke nebenbei und lese E-Mails und schreibe mit so einem Kerl auf Discord, dann geht mir schon mal der Multitask-Thread aus, ne? Ja, ich meine, das Multitasking, das halt, wo du es nicht merkst, dass es gerade aussetzt, das wird vielleicht noch ganz gut funktionieren. Aber so Realtime-Priority-Dinger, so wie Sprechen und Denken und was man gesagt hat und so weiter. Na, da merkt man halt mein Alter. Das konnte ich, wie ich 16 Ja. oder 15 war. Aber jetzt mit 30 ist das futsch. Gut. Ist jetzt nicht das Da Schlimmste. merken wir auch so, das wie bei Prozessoren, die werden irgendwann, wenn sie zu stark übertaktet werden, Ja, das sterben ist sie. Degrading. Ich glaube, ich kam schon mit dem 200 Prozess schon hier. Das liebe ich rund. Diese Ah, Prototypen-Bastelei. das ist doch dann auf jeden Fall super, wenn das dann jetzt halbwegs läuft. Mit deinem Ich habe mich Prototypisten. gemeint, mein Körper weiß schon, dass der ein Prototyp gebastelt ist und so weiter. Und dann den Stretch hast du nicht gekriegt. Nö, 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 ich war nur gerade davon abgelenkt, dass ich schon wieder eine Fehlermeldung kriege, weil mein Speicher angeblich schon wieder voll ist. Ah, seht ihr, Lukas Speicher im Hirn und auf dem System war voll. Dem geht's genauso. Das ist bei uns allen so. Wir sind halt, Nein, ich habe mich nur nicht auf wir nennen es deinen mal. Joke gerade konzentriert, sondern will gerade eher eben noch schnell ein paar andere Daten, die ich nicht brauche, runterlöschen, damit der Podcast nicht gleich doch weg ist.
Ja, das wäre natürlich schlecht, das wäre schade. Wir wollten aber sowieso so langsam mal zum Ende kommen, denn wir reisen ja gerade schon wieder die Dreiviertelstunde, was ja die beste Längenmarke für einen Podcast ist, oder? Noch, die ist doch immer gut, die Länge von unserem Podcast. Ja, sage ich ja, wir sind jetzt wieder genauso im Sweet Also ich Spot. meine, ganz viele Leute sagen mir immer, das ist zu kurz, aber. Echt? Die sagen das zu kurz. Das ist aber gut. Wir erzeugen eine höhere Nachfrage, als wir liefern, ne? Ja, das ist doch immer dann mehr Nachfrage, Das da ist kannst du mehr gut. Preis für nehmen. Weil wenn wir nämlich das Ganze zu kurz machen, dann oder indem wir ein Vakuum erzeugen, dann kommen die Leute mehr und lieber zurück. Das ist doch ganz klar. Die suchten nach unseren nutzlosen Gesprächen. Das ist schön. Weil wenn wir nämlich zu viel liefern, dann steigen sie irgendwann aus. Aber so ist es was Besonderes, was nicht immer da ist und was nicht immer in voller Länge kommt. Ja, dann würde ich mal Ja. sagen, Alex, wo finden die Leute Ja, pass denn was, auf. wo die uns denn mehr einschicken können für den Podcast? Ja, natürlich im Livestream-Formular. Den finden Sie auf thegeekfreaks.de. Der Link dazu ist thegeekfreaks.de/tgf-livestreams. Da findet ihr ein Livestream-Themenformular und da könnt ihr für die Podcast- und für die Video-Livestreams Vorschläge liefern. Und wenn ihr euch diesen Podcast nochmal reinziehen wollt, könnt ihr das auf thegeekfreaks.de/thegeekfreaks-weekly-podcast machen, auf unserer Homepage natürlich oder auf Spotify. Und wem dem das noch nicht genug ist, der kann gerne tgf.click/streams klicken und kann sich unsere Livestreams als Videoformat nochmal angucken. Uhu, das ist doch ein ungewohnter Service, den wir bieten. Ja, vor allem auch Instagram. Auf unserer Homepage habt ihr mittlerweile ein Instagram-Plugin und Twitter-Plugin. Ihr könnt also immer auf dem Laufenden bleiben, was auf den anderen Social-Media-Plattformen so los ist. Und natürlich nicht vergessen, forum.thegeekfreaks.de, wenn es Fragen gibt oder im Oder Discord. Da sind auch sehr viele Member. thegeekfreaks.de/FAQ durchlesen, das gibt auch ganz viel. Das klingt auch gut, oder? Da habe ich gehört, sollten irgendwie bald auch nochmal neue FAQ-Einträge kommen, wie zum Beispiel, weswegen hat Alex Monitore und wie viel Strom verbraucht Alex und so. Das ist die einzige Frage, die Leute interessiert, ne? Irgendwie. Ich drehe ab. Vor allen Dingen, irgendwie haben die ja nie mein Setup, glaube ich, dann gesehen, weil ich glaube fast, sind wir äquivalent mit Monitoren? Ich habe gerade Ja, 8. wahrscheinlich. Also ich habe hier, warte mal, lass mal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Mobile-Geräte zählen nicht, nur 12. Monitore. Nee, nur Monitore. Ich zähle 12. Ja, guck mal, es ist ja doch sogar noch fast ein bisschen mehr hier dann. Mobile-Geräte sind es nochmal 8 obendrauf. Ja. Guck mal. Aber das ist wichtig, weil ich habe ja verschiedene Tests. Ich hab ja drei Szenerien, wo ich drehe. Und in den Szenerien, wo ich drehe, habe ich natürlich auch einen Monitor. Und dann dahinter oder davor nochmal einen Recorder. Der hat auch einen Bildschirm und der wird auch genutzt als Bildschirm. Das heißt, der Recorder, den muss ich als Bildschirm zählen, weil ich ihn auch so nutze. Und das steigert natürlich exponentiell die Anzahl der Bildschirme, die man hat. In der Tat. Ich glaube, was die Leute am meisten interessiert, ist, wie viele Monitore direkt am PC dran sind, aber ja, jedem das seine, was er gerade braucht. Aber Richtig. mit dieser herben Enttäuschung, dass Alex 12 Monitore braucht, um zu überleben, damit werden wir uns jetzt auch aus diesem Podcast verabschieden und wünschen euch noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem, in welcher Zeitzone ihr euch gerade befindet. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.